Hallo YouTube! So, ich wollte ein YouTube-Video auf Deutsch machen, weil ich spreche Deutsch, aber ich war nicht sicher, wenn ich soll das machen oder was oder warum. Aber jetzt habe ich einen Drehtag gefunden von Leos Laber TV auf Deutsch und ich will das tun, so tue ich das. ja, Leos Laber TV ist ein liebes Mädchen mit schönen Dreads und du sollst die Kanal anschauen, weil die sieht auch so schön und so lieb. Also, für mich, den ersten Fragen von dem Dreadstag ist, und ja, ich habe mein Deutsch gelernt in der Schweiz, so ich weiß, dass ich ja eine kleine Akzent, so ich hoffe, dass du kannst mich verstehen. Okay, Fragen 1. Wie lange hast du deine Dreads schon? Ich habe den ersten Dreads gemacht im Februar von dieses Jahr und dies war nicht die am besten Dreads. So, ich habe den weggekaumt und normale Haare gehabt für eine Woche und dann dachte ich, ja, ich muss Dreads wieder machen. So, ich habe dies wieder gemacht am dem 15. Juni. Nicht Juli, aber Juni. So, es ist fast 6 Monate für diese Dreads. Fragen 2. Welche Methode hast du benutzt? Ja, ich habe Twist and Rip gemacht. Nicht Backcombing, aber ich weiß nicht, wie man sagt Twist and Rip. Aber es ist, wenn du drehst dein Haar um ein bisschen und dann du gehst und dann es macht ein Sauerei in dein Haar und dann du hast ein Dread. Okay, und ja, das habe ich gemacht. Fragen 3. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Eine schöne, 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 schöne Mädchen. Die heißt 2SVJ7 am YouTube. Hat mich auf diese Idee gebracht, weil sie hat die am schönsten dünne und weiße Dreads gehabt. Die sind fast weiß immer in alle die Videos von sie und die sind so schön. Sie hat dies seit dieser Zeit weggekaumt, aber sie hat die Videos noch an die Kanal und ja, ihre Kanal ist ganz schön und hilfbar auf Englisch für Dreads. Okay. Was ist die nächste Frage? 4. Wie viele Dreads hast du? Ich habe 99 Dreads und das freut mich so, weil ich mag alle die Nummern. Das kommt aus 3. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 sind alle meine liebsten Nummern. 6 ist meine am liebsten Nummer und 99 kommt auch von 3. So, das freut mich. 99. 5. Wie lange hat das Dreaden bei dir gedauert? Ich habe gedauert, ja, für meine normale Haare, ich habe eine Woche genommen und ich habe nur gearbeitet ein paar Stunden jeden Tag für diese Dreads machen. So, es hat nicht so viel Zeit genommen. Aber für meine Extensions hat das 2 Monate genommen, weil ich war lazy. Wie sagt man lazy? Weiß nicht. Und ich habe nicht stark gearbeitet, so es hat eine lange Zeit genommen. Aber ich glaube, dass ich konnte auch meine Extensions machen in einer Woche. Aber ich wollte es nicht. Ich wollte das nicht tun. Es war mir egal. Fragen 6. Wie oft häkelst oder pommelst du? Oder überhaupt? Ja, ich pommel überhaupt nicht, weil es macht mein Dreads nicht so anders. Es macht kein Wechseln. Es macht es nicht anders. So, ich pommel überhaupt nicht. Aber für Häkeln, ja, ich häkle, wenn ich will, wenn ich kann sehen, dass eine Extension ist, rauszugehen, probieren, dann häkle ich das. Aber normalerweise einmal jeden Monat mein Total Cap häkle ich, so ich kann schöne, schöne, schöne Dreads haben. Fragen 7. Lieber natural oder gemachte Dreads? Ja, für mich, gemachte Dreads gefällt mir so, so, so viel zu viel. Ich will immer, dass meine Dreads sind gemachte. Aber ich will sagen, dass wenn du willst natural Dreads haben oder gemachte Dreads, das ist okay.
die Weg, dass du wirst dein Dreads haben, ist die perfekte Weg für dich, so mach es, okay? Aber für mich, ja, ich mag die gemachte Dreads. So viel. Fragen 8. Wie oft wäschst du deine Dreads und womit? Ja, ich wasche mein Dreads ein oder zwei Malen oder ein bisschen mehr jede Woche. Und wenn ich mache Fitness, dann mache ich mein Dreads jeden Tag, aber nur mein Kopf, nicht die lange Teil. Ich mache das so, wenn ich Fitness mache, so ich kann nicht alle meine Dreads nass machen, dann kann ich nur diese Haut waschen und nicht dieses Haar waschen. Aber ja, ich wasche meine Dreads mit Lush Solid Shampoos. Es heißt Scenic und es hat, wie ist das Wort? Meeresalgen darin. Meeresalgen oder Seegras darin. Und das ist gut für deinen Dreads. Und es hat auch Sea Salt. Wie heißt das Wort? es hat auch Meersalz darin. Und das ist auch gut für deinen Dreads. Aber ja, ich benutze was Shampoo es gibt in die Dusche. Ist mir egal. Und so, Frage 9. Hast du Extensions in deinen Dreads? Ja, ich habe Extensions in meinen Dreads. Oh ja. vorher, ich hatte so wie eine kleine dumme Leue ausgesehen. Eine Löwe. Leue. Man sagt Leue in der Schweiz. So. Eine Leue. Die große Katze. So, ich habe Extensions gemacht und ja, ich freue mich so über diese Extensions. Frage 10. Welcher Schmuck ist dein Liebster? Ja, für mich, die Schmuck in Dreads gefällt mir gar nicht. Und ich habe nur ein bisschen Schmuck. Aber mein liebsten Ding in meinen Dreads ist ein Schatz von meinem Schatz. Ein Dread von die Haare von meinem Schatz. Ich habe das damit die Haare von meinem Schatz gemacht. Und ja, das ist mein liebste Ding. Und mein Schatz ist immer bei mir, wenn ich habe diese kleine Dread von ihm. Ich liebe ihn so. Und die letzte Frage, Frage 11. Wirst du deine Dreads für immer oder einen längeren Zeitraum behalten? Ja, für mich, ich will meine Dreads für einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dass ich werde diese Dreads haben für ein oder zwei Jahre mehr. Ich will meine Dreads, dass sie sind so lang im Mittel meinen Bauch haben. Und ich glaube, das wird ein, zwei Jahre nehmen zu erwachsen nach diese großen Ding. Ja, wie sage ich diese Worte? Oh. Das ist, warum ich sage, dass mein Deutsch ist, weil ich kenne keine Worte zu etwas sagen. Ei. Aber ja, das sind den Dreads Tag und ich tag alle Menschen, das hat an diesem Film eingeschaut. Bitte mach es auf Deutsch, weil ich will mein Deutsch üben und ich kann mein Deutsch üben, wenn ich kann an deine schönen Dreads anschauen und suche an deine schöne Stimme auf Deutsch. Okay, wenn viele Menschen lieben diese Video auf Deutsch, vielleicht mache ich mehr YouTubes auf Deutsch, aber ich glaube, dass ich werde es nicht mehr machen, weil es ist so schwierig. Okay, tschüss, liebe Menschen, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, Sally. Tschüss zusammen.